Hey und willkommen zu einem kleinen neuen Video zu der Demo von Packlin. Das Spiel habe ich auf Steam entdeckt und das ist gerade im Early Access. Und das, was ich da gesehen habe, das hat mich richtig angesprochen und deswegen dachte ich mir, ich möchte das Spiel einfach mal ausprobieren. Da gab es zum Glück eine Demo und dann musste ich es mir nicht direkt kaufen. Und dann würde ich einfach sagen, geht jetzt einfach mal auf neues Spiel und zeige euch das Ganze. Packlin ist ein Alleskönner mit Zugriff auf fast alle Orbs und Relikte. Welche Relikte und Orbs? Seine hohe Flexibilität und Anpassbarkeit sind der Schlüssel zum Sieg. Okay, dann spielen wir doch einfach mal. Im Grunde muss ich mir jetzt überlegen, was ich hier nehme. Verursache vollen Schaden an Gegnern mit Resistenz oder alle Angriffe haben plus 1, plus 0. Oder während du nachlädst, kannst du keinen Schaden von Angreifern erleiden. Ich glaube, das da? Ich habe irgendwie so ein Auge und so eine Axt. Und hier sind wir. Oh, jetzt sind wir schon im ersten Level. Das ging ja jetzt relativ schnell. Also um das nochmal zu erklären, wir sind der kleine Packlin, haben hier verschiedene Sachen, haben jetzt aktuell einen Stein ausgewählt mit 2 Schaden und 4 kritischem Schaden, keine Spezialeffekte und wir haben hier auf unserem Weg Gegner bekommen und wir können sagen, wen wir hier angreifen. Oh, jetzt habe ich mich verklickt und dann werfen wir den Ball hier runter. Oh. Und die rücken dann vor. Eieieiei. Also im Grunde, wir sind ein kleiner Goblin, laufen durch die Gegend, kommen zu bestimmten Sachen und dann haben wir Gegner und die müssen wir zerstören, indem wir unseren Ball da runterwerfen oder unseren Stein und dann verschiedene Stärken damit. Also damit, was wir treffen, kriegen wir verschiedene Stärken und dann können wir die Gegner da kaputt machen. Ich werfe jetzt einfach mal so. Uiuiui. Jetzt kriege ich aber richtig gerade Money und Kritik. Also kritischen Schaden. Boah, 88. Ach, jetzt haben wir den Dolch. Der Dolch fügt mit normalen Angriffen nur sehr wenig Schaden zu. Aber bei einem kritischen Treffer ist er unglaublich stark. Aha. Ach so, wenn du denkst, dass du in diesem Zug keinen kritischen Treffer erzielen kannst, kannst du den Dolch mit Hilfe der Mülltonne in der Nähe der Orb-Information in die linke Seite abwerfen. Ach so, verstehe. Jetzt haben wir den Dolch. Haben wir hier irgendwo kritischen Treffer? Das da wäre ein kritischer Treffer. Ja, das schaffe ich aber nicht. Okay, dann probieren wir doch einfach. Und für was? Oh, jetzt habe ich den kritischen Treffer doch erreicht. Mist. Jetzt kriege ich neue Sachen. Oh. Okay, wie komme ich jetzt auf den kritischen Treffer, indem ich, glaube ich, so werfe, oder? Nein! Kein kritischen Treffer. Och, der hat nur 3 Schaden gemacht und die sind fast bei mir. Ja, toll. Und ich mache gar keinen Schaden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich habe 100 Leben. So, ich müsste es irgendwie wieder auffrischen, mein Feld hier unten. Ja, aber das reicht nicht. Oh Gott, die greifen mich alle an. Komm, den kritischen Treffer nehme ich nicht mit. Oder auch nicht. Sondern nur 2 Schaden. Ja, und jetzt? Die greifen mich alle an. Dann kann ich den nicht. Nein, den kann ich noch nicht mal hochholen. Oh Gott, die Bombe hätte ich gern. Ja niemals hin. Aber jetzt ändern sich schon wieder die Sachen. Mist. Aber naja, immerhin. Kritischer Schaden kriege ich auf jeden Fall. Aber ich habe ja fast gar keinen Schaden aufgesammelt. Oh Gott. Das Spiel ist ja richtig schwer. So. Also wenn man mal richtig gut trifft, dann macht man richtig krass Schaden. Ich hoffe, diese blauen Dinger machen nicht noch mehr Schaden.
Ja, aber ich habe jetzt zweimal kritischen Schaden. Und habe trotzdem nur 4? Ich verstehe nicht ganz. So, ich will dieses Feld wieder auffrischen. Da unten. Die beiden R-Dinger, die sind reset, glaube ich. Komm. Ja. Oh, jetzt mache ich aber richtig Damage. Wow. 40, oder? 44. Die machen aber... Gut, ich habe aber auch viel Leben. So. Oh, ja. Oh, ja, krass. Hätte ich jetzt so... Heilige! 400... ich meine 104 Schaden. Ja, okay. Ich muss irgendwie an diesen... Refresh-Button. Jawohl. Und dann mit dem Dolch. Ah ne, den Dolch habe ich ja noch nicht. Schade. Aber... Ja, jetzt habe ich es refreshed. Wow. 400. Warum sage ich immer 400? Das ist... 104. Oh, ich habe aber keinen kritischen Treffer. Mist. Aber immerhin ein bisschen Schaden. So, refreshen. Ich glaube, refreshen ist eigentlich so das Krasseste, was man haben kann. Gut, kritischer Treffer ist auch geil, aber... Oh, ja. Oh, das ist richtig gut. Ah, und jetzt kann ich mir aussuchen, was ich will. Gummiball hüpft besonders stark. Blitzorb aktiviert bei jedem Treffer einen zusätzlichen Pin in der Nähe. Kann jeden sichtbaren Feind anvisieren. Trifft bei einem kritischen Treffer alle Feinde in derselben Sparte. Der ist krass. Wie viel Money habe ich denn? Wo sehe ich das? Ah, da oben. 61. Ich kann mir sogar 2 kaufen. Kobanorb erschafft... Geld, nehme ich an, auf jedem 9. getroffenen schwarzen Block. Kann Geld nicht aktivieren. Ah. Nee, der ist doof. Was ist das? Schwacher kritischer Schaden, der nicht verändert werden kann. Ja, also den da hole ich auf jeden Fall. Hinzufügen. Und komm, wir holen den Gummiball noch. Ja, und jetzt haben wir nämlich kein Geld. Ob verbessern? Heilen? Ich hätte mich heilen können. Ach Mist! Oh, jetzt muss ich mich entscheiden. Links oder rechts? Wo gehen wir hin? Ich glaube, wir gehen einfach zum Boss. Weil, wäre ja eigentlich mal ganz interessant, so einen großen Bossgegner zu haben, oder? So, klappt das? Aber dann mache ich doch lieber hier. Oh, jetzt habe ich den kritischen Treffer nicht mit dabei. Aber ich mache eigentlich ganz gut Schaden, oder? Bam! Oh, der läuft aber weit. So. So, den Dolch noch. Komm, noch ein. Ah, Mist. Aber immerhin. 28 Schaden. Ja, ja, das mit dem Blitzorb habe ich schon verstanden. Der macht aber richtig. Ah, aber jetzt hat er nicht ganz so viel. Ich mach mal hier lang. Der hüpft doch da extrem weg, oder? Der Stein ist da besser gerollt. Ja, ja, toll. Direkt geradeaus nach unten. Wetten? Ja, natürlich. Der holt aus. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ja, komm, noch mal richtig, richtig Damage reinballern. Komm. Ja, 100. Bitte 100. Ah, keine 100. Boah. Das hat gut
gekratzt. Und nochmal. Aua, aua, aua. So. Mal schauen, was dieser Gummiball jetzt hier anrichten kann. Der springt ja jetzt hier wahrscheinlich die ganze Zeit hin und her. Und ich glaube, ich verlasse mich überwiegend auf diese Blöcke, die alles wieder resetten. Die sind richtig krass. Und auch richtig wichtig. Komm hier auf den Reset. Boah. Ja, komm. Oh. Wir haben kleine wir sind eine kleine Mücke geworden. Ach, schön. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, dann sehen wir uns in einer weiteren Folge. Das war ja jetzt nur die Demo, aber ich möchte es nochmal spielen. Also haut rein, habt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.